wir sind im Endspurt. Auch in Hessen bekommen wir endlich morgen Ferien. Ich freue mich schon wie Bolle und die Kinder natürlich auch alle. Wir sind echt spät dran dieses Jahr. Ich glaube, alle anderen haben schon Ferien. Ich weiß nicht, ob wir die Letzten sind. Aber auch für uns heißt es jetzt Ferien- und Urlaubszeit. Deswegen habe ich heute noch mal einen sommerlichen Fashion Haul auf dem Programm. Denn es werden ja vielleicht doch noch einige in Urlaub fahren. Und im Moment ist es ja Gott sei Dank auch heiß. Heißer am heißesten. Also wenn es dann kommt, dann kommt es immer dicke. Ne? Also ja, und deswegen habe ich hier noch mal ein paar Sommeroutfits. Da sind auch noch so ein paar Highlights heute dabei, die ich persönlich morgen in meinen Koffer schmeißen werde. Denn morgen geht es für uns. Ich und mein Sohn, wir fliegen wieder nach Dubai. Das ist ja, ja meine zweite Heimat, kann ich schon fast sagen. Und ich freue mich immer wieder. Also keine Ahnung, was mich da hinzieht wie ein Magnet, aber ich muss da immer hin. Ja, ich habe hier noch mal kurze Bermuda-Jogpants für euch auf dem Programm. Also das ist jetzt im Moment so ein tolles Teilchen, wo man alle T-Shirts mit kombinieren kann. Das ist bequem, das ist lässig. Und die gibt es in ganz vielen Farben. Ich habe ein paar hier hängen, aber nicht alle. Da guckt bitte nochmal im Shop. Und damit könnt ihr natürlich im Moment ganz viel machen. Das ist nochmal so eine günstige Anschaffung, sage ich mal. Die sind nicht so teuer. Und ja, da hat man für den Sommer dann irgendwie das Outfit Paletti. Kann man sich vielleicht auch mal zwei von holen und dann immer mit den Farben mal so ein bisschen kombinieren. Und dann ist man eigentlich für den Sommer schon fertig. Ich habe hier nochmal so ein tolles Kaftanblüschen für euch. Ich liebe diesen Style, also auch auf kurzen Hosen und dann nochmal so ein langes Hemd drüber, finde ich, macht immer sehr viel her. Das ist für mich im Sommer so ein bisschen wie die lange Strickjacke im Winter. Ne? Also das ist ein Kleid, das könnt ihr natürlich auch geknöpft jetzt für den Urlaub anziehen, aber ich liebe es so offen und diese weiße Variante hatten wir nicht im Programm, als wir das erste Mal, als ich euch die gezeigt habe, aber die ist jetzt in Weiß nochmal gekommen und ich liebe sie. Also das ist wirklich nochmal so ein richtig tolles Teilchen. Die könnt ihr natürlich im Winter auch nochmal mit einem Pullover drunter oder so anziehen oder einen Rollkragen. Also auch diese Teile kann man ganz, ganz lange tragen und Leo geht ja bekanntlich immer. Ja, darunter habe ich nochmal dieses Seidenblüschen. Das ist auch so ein Basic-Teil, was bei mir immer in den Koffer gehört, in allen Farben. Ich liebe diese Teile im Sommer. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es schon 300 Mal gesagt. Sage ich es halt jetzt noch zum 301. Mal. Also das ist so toll, weil es mit diesem Seidenblüschen nochmal so wunderschön umspielt. Und wenn man im Urlaub dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr ist, dann sieht man nicht sofort die Röllchen. Also ich finde die Teile super genial. Ihr könnt das natürlich auch, wenn es jetzt so heiß ist, einfach so tragen. Die Seidenblüschen und die kurzen Hosen, das ist schick, elegant und trotzdem irgendwie sehr, sehr sommerlich. Ja, ich habe noch mal, nee, die Jacke zeige ich euch gleich mit einer langen Hose. Ich zeige euch erstmal noch ein paar Farben von der kurzen Bermuda. Grau, also grau mit weiß, auch wieder Bombe. Pink mal, wer noch mal ein bisschen Farbe möchte. Beige. Rosa habe ich noch hier hängen und es gibt aber noch mehr Farben, da guckt bitte einfach noch mal im Online-Shop. So, dann wollte ich euch diese Jacke zeigen, aber da ziehe ich jetzt mal eine lange weiße Hose zu an. Ja, eigentlich ist das untere Outfit geblieben, also weiterhin mit der Seidenbluse, nur die Hose ist jetzt lang, die ist auch ganz neu eingetroffen, nämlich die Basic Jogpan endlich in weiß, die war auch noch nicht da. Finde ich mega jetzt für Sommer nochmal einfach so ganz in weiß und dann könnt ihr immer nochmal toll mit so einer Jacke was machen. Und diese Jacke, die habt ihr schon gefeiert in beige und die haben wir jetzt ganz neu nochmal mit ins Programm aufgenommen in diesem weißen Hintergrund. Also da ist praktisch, der Hintergrund war beige beim letzten Mal und jetzt ist sie nochmal in weiß. Und ich finde das auch so ein mega tolles Sommerjäckchen, gerade wenn es nicht so ganz warm ist, dann braucht man ja ein Jäckchen, aber es sieht halt trotzdem sommerlich aus. Ne? Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Teil. Könnt ihr auch tragen, mindestens bis 46. Das ist unten so ein bisschen hemdmäßig geschnitten und ist auch am Bund so offen, dass das hier einfach nochmal so ausgefranst ist. Und dadurch wird es halt echt so ein bisschen cool und leisure. Also ich finde die Jacke mega. Ab sofort in weiß erhältlich. Ja, da könnt ihr nochmal zuschlagen. Also ich finde die Kombi total genial. Das ist so ein bisschen schick, aber nicht zu schick, ne? Irgendwie wie so ein Jeansjäckchen darüber. Sehr genial. So, und jetzt habe ich noch mal zwei absolute Urlaubs-Special von mir. Die werden direkt, oder die sind schon fast im Koffer. Ich ziehe mich einmal um. Ja, ein absolutes Sommerträumchen und schockverliebt bin ich. Und deswegen nehme ich es mir auch direkt mit in den Urlaub. Ich liebe diese Häkelröcke. Ich finde die klasse.
Und im Urlaub sehe ich immer ganz viele ganz schlanke Damen mit tollen Häkelkleidern rumlaufen. Deswegen dieses Jahr mal der Rock, denn ich finde, den kann man auch tragen, wenn man so 2, 3 Kilo zu viel hat. Diese Röcke passen bis 44, also sie sind echt mal groß und machen wirklich was her. Also ich finde die sehr, sehr schick und das ist wirklich so Sommerfeeling, ne? Also wenn man die anhat, dann ist einfach der Sommer da. Ja, und dieser weiße Rock, den gibt es natürlich auch in Schwarz. Ich ziehe gleich den schwarzen auch nochmal in der langen Variante an. Wie gesagt, das sind meine absoluten Highlights jetzt für den Urlaub. Ich habe wieder die gleiche Bluse an, weil die passt Bombe auch auf diesen Rock. Und ich habe hier nochmal so einen ganz durchsichtigen Kaff da mit an. Also das ist auch nochmal toll so zum Drüberziehen. Dann hat man halt die Arme verdeckt. Also solche Teile gehen immer, ne? Also mit so einem Top kombiniert und das ist so ein Hauch von nichts. Also sehr, sehr genial, diese Kombi. Wie gesagt, ihr werdet mich so bestimmt im Urlaub antreffen. Tata. So, dann ziehe ich nochmal die lange Variante von dem Rock an in Schwarz. Ja, die große Schwester vom kleinen weißen Rock ist der schwarze lange Rock. Ich liebe diese Teile wirklich. Ich bin total in love, weil die auch so sexy sind, finde ich. Ich finde, dieses Häkelzeug ist einfach immer total sexy, wenn es so ein bisschen durchschimmert und durchscheint. Der hat hier oben nur noch mal so einen kurzen Unterrock und unten sieht man dann so ein bisschen die Beine durch. Also ich finde das super elegant und auch mal diese engen Röcke macht einfach immer eine gute Figur und sieht toll aus. Ja, das wären mal so meine Urlaubsempfehlungen. Also bei mir sind die definitiv mit im Koffer. Das ist übrigens noch mal das Seidentop in Schwarz, auch immer ein Klassiker, den ich immer dabei habe. Und auch hier hätte ich noch mal einen schwarzen Kaftan für euch. Den könnt ihr natürlich auch noch hier drüber ziehen. Gerade für abends dann mal so im Hotel essen gehen. Ach, das bin ich schön. Ich finde es einfach total genial. Ja, das ist genau mein Style. Also da steht Gabi dran. Geht mit in den Koffer, geht mit in den Urlaub. Wunder, wunderschön. Und diese Kaftane, die könnt ihr natürlich auch immer toll noch mal am Pool einfach so drüber ziehen, wenn man sich kurz mal ein Getränk holen will an der Bar. Ach, ich liebe es jetzt schon. Pina Colada und Aperol Spritz warten schon auf mich. Sehr genial. Ja, ich hoffe, ihr kommt auch so ein bisschen in Urlaubsstimmung für alle, die in Hessen wohnen oder in anderen Bundesländern, die vielleicht auch noch Urlaub kriegen. Wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Ferienstart morgen und ihr dürft mir gerne auch mal eure Urlaubsfotos posten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwo seid und natürlich, wenn ihr noch Sachen anhabt von Power of Princess, umso mehr. Ganz liebe Grüße von mir, eure Gabi.